Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Kürzlich ging durch die Zeitungen ein Vorfall in Bonn, bei dem ein 18 Meter hoher Baum wohl auf eine Kita gedonnert ist. Und zum Glück ist dort nichts passiert, also jedenfalls keine Personenschäden. Die Kinder waren wohl nicht mehr in der Einrichtung, das sonstige Personal auch nicht. Insofern Glück gehabt. Wir wollen das dennoch zum Anlass nehmen, über das Thema Baumbeschau und Baumschau, synonym benutzte Begriffe sind das, hier noch einmal zu reden. Denn natürlich sollten Trägerverantwortliche, Kita-Leitungen ein ganz großes Augenmerk darauf haben, dass sie tatsächlich in bestimmten regelmäßigen Abständen eine solche Baumbeschau von sachkundigen Leuten durchführen lassen. Also bei denen jemand, der davon auch Ahnung hat, richtig Ahnung hat, schaut, okay, welche Äste müssten womöglich, weil sie morsch geworden sind, vorher abgeschnitten werden, damit sie nicht jemandem auf den Kopf fallen. Ist der Baum in sich noch stabil? Gibt es womöglich einen Schimmelpilzbefall, den man so als Laie nicht erkennen kann, der aber den Baum vom Inneren heraus instabil werden lässt? Und diese Leute sollten halt dann auch entsprechend entscheiden, okay, der Baum muss weg oder der Baum darf noch stehen bleiben oder es gibt hier andere Maßnahmen, wie womöglich, tja, da fehlt uns die Fantasie. Meistens werden aber Äste zurückgeschnitten und solche Sachen passieren dann, um den Baum auch von seiner Tragelast ein bisschen zu befreien. In welchen Abständen das passieren soll, nun, da herrscht ganz häufig eine gewisse Unklarheit und eine gewisse Unsicherheit bei den Trägerverantwortlichen vor. Das können wir durchaus verstehen. Es gibt die Empfehlung, das mindestens zweimal jährlich machen zu lassen und da wir immer für den sichersten Weg sind, haben wir damit natürlich überhaupt gar keine Probleme. Aber schon der Bundesgerichtshof hat im Hinblick auf die Regelmäßigkeit einer Baumbeschau gesagt, dass es feste Intervalle gar nicht geben kann, sondern dass die Frage, wie häufig muss ich das denn machen, in welchen Abständen muss ich das denn machen, jeweils gesondert vom Zustand, vom Alter und vom Standort eines Baumes abhängig ist. Das kann sein, dass es kürzere Intervalle sein müssten als zweimal im Jahr. Es kann aber auch bedeuten, dass es womöglich längere Intervalle sind, die ausreichen. Gleichwohl finden wir die Empfehlung als Grundregel natürlich durchaus sehr begrüßenswert. Etwas anderes, ja, da haben wir noch nicht so richtig die Lösung, denn viele Erzieher, viele Kita-Leitungen erzählen uns, dass sie eigentlich auch nach einer Baumbeschau sich nicht gerade sicherer und wohler fühlen, weil sie ganz häufig den Eindruck haben, ja, der Baum sieht doch schon so aus, als wenn er demnächst umfallen könnte. Und insofern stellt sich dann die Frage, hilft es denn uns, wenn jetzt da 3-4 Äste weggeschnitten werden? Ach, herrje, was sollen wir denn machen? Müssen wir denn eigentlich die Kinder jetzt bei Wind, bei aufkommenden leichten Wind sofort vom Kita-Freigelände verbannen? Wir haben dazu nicht so eine richtige Lösung. Höchstens vielleicht den Appell an die Leute, die diese Baumbeschau durchführen, dass dort vielleicht ein bisschen mehr Transparenz geschaffen wird, damit sich die Erzieher in ihrer täglichen Arbeit wir nennen es mal jetzt, Umfallradius, den potenziellen Umfallradius eines Baumes ein bisschen wohler fühlen und dort auch ihre Arbeit ohne andauernd den Blick in den Himmel schweifen lassen zu müssen, ganz gerne durchführen. In dem Sinne.